viele schöne Parks und Plätze. Angenehme, schöne Wohngebiete. Gute, sichere Arbeitsplätze. Ich möchte Sie mitnehmen, mein Ludwigshafen zu sehen. Ja, hallo, herzlich willkommen in meiner Videoreihe Ludwigshafen am Rhein, meine Heimat. Heute bin ich in Mundenheim. Mit Mundenheim verbindet mich vieles, denn ich war 5 Jahre alt, als wir hierher gezogen sind. Das heißt, ich war in der Grundschule, Schillerschule, danach im Gymnasium, im Heinrich-Böll-Gymnasium, im Schulzentrum Mundenheim. Und ich habe auch studiert in der Fachhochschule Ludwigshafen. Und wenn ich recht informiert bin, gehört eben die Fachhochschule auch zur Gemarkung Mundenheim. Mundenheim ist ein recht großer Stadtteil, wurde schon 1899 eingemeindet und hat festgewachsene Strukturen. Im Hintergrund ist der Zettwitzpark. Das ist die kleine grüne Oase mitten in Mundenheim. Historisch bedingt steht hier auch das Hofgut, was angeblich damals auch im Lorcher Kodex erwähnt wurde, beziehungsweise auch den Namen von Mundo für Mundenheim gegeben hat. Wir haben auch im Hintergrund das Kriegerdenkmal für die vielen jungen Soldaten, die damals in Langemark, in Flandern, ums Leben gekommen sind. Und wir haben hier seit 2006 einen gestifteten Zettwitzbrunnen, der ganz viele Symbole von Mundenheim trägt. Zettwitzbrunnen deshalb, weil es ein Denkmal für den Freiherrn von Zettwitz sein soll. Das war Staatsminister von Karl Theodor, dem Kurfürsten aus Mannheim. Über seine Frau habe ich ja schon in Oggersheim berichtet gehabt. Ja, er beinhaltet viele Symbole, die mit Mundenheim in Verbindung gebracht werden. Wie zum Beispiel ganz oben erstmal der Petrusschlüssel, der im Ortswappen sich wiederfindet. Dann eben der Schwan zum Gedenken an die Gaststätte am Großen Kreuz zum Schwanen. Dann haben wir ein Fischernetz, weil Mundenheim historisch bedingt ein altes Fischerdorf war. Das letzte Symbol auf dem Zettwitzbrunnen ist der Hahn, ein Zeichen für die Mundemer Göckel. Die Mundemer Göckel sind ein großer, traditioneller Fastnachtsverein, der zur 5. Jahreszeit ein tolles Programm auf die Beine stellt und das nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger aus Mundenheim, sondern für ganz Ludwigshafen. Ja, wenn Sie Anregungen haben und ebenfalls Ihre Lieblingsplätze mir darstellen wollen oder mir zeigen wollen, dann melden Sie sich doch bitte bei uns und schreiben Sie mir eine Mail und ich nehme das auch gerne dann mit auf. Viele schöne Parks und Plätze. Angenehme, schöne Wohngebiete. Gute, sichere Arbeitsplätze. Ich möchte Sie mitnehmen, mein Ludwigshafen zu sehen.